Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Forza Horizon 5 Multiplayer-Ausgabe. Ein neues Jahr, neues Glück und deswegen spielen wir Wheel Spin in der Super Spin Edition. Mit dabei haben wir Andy, Lukas und Lukas, Stuys, Cracks, Falk, H2O, Jenkins, Kobayashi, Yee, Snacks und Till. Grüßt euch. Hallo. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Servus. Und falls ihr euch fragt, warum manche so extra stehen, wir fanden es irgendwie lustig, zum neuen Jahr zu zeigen, wie hip wir doch sind und nicht uns dem Gesetz beugen, einfach so ganz sauber in der Reihe zu stehen. Mann, Lukas, sind wir aber. Ja, wir sind so krass, sind wir. Das ist Wahnsinn. Wir sind so richtige Gangster geworden jetzt im neuen Jahr, ja, ich sag's dir. Neue Vorsätze, sagt man ja immer, ne? Ja, genau. Ja, schönes Neues auf jeden Fall nochmal an alle Zuschauer an dieser Stelle. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich denke mal, mit so einer coolen Multiplayer-Folge begrüßt zu werden im neuen Jahr, das gibt ja eigentlich nichts Besseres, ne? Würde ich jetzt auch mal behaupten. So. Ja, aber Superspin, gibt's eigentlich groß nichts zu erklären. Und zwar, wir drehen einfach Superspins statt die normalen Spins. Zwei Stück an der Zahl. Es gibt auch wieder diesen Joker-Spin. Sprich, wenn man mit den zwei Superspins nicht zufrieden ist, kann man auch die beiden Superspins quasi wegschmeißen und dann aber nur einen neuen drehen. So, ich fange jetzt aber mal an. Und genau, so. Ich meine, in der Regel sind ja Superspins. Ich halte die Klappe. Oh. Ja, Superspins können doch gut sein. Ach, die kann ich. Oh, die kann ich verticken. Ich sehe so gut wie nur grün. Oh nein. Gerade hier berechnet. Oh nein. Das fängt gut. Lukas, du hast einen Taschenrechner draußen, also da vielleicht auch oder? Der Hinweis, Hä? Wenn man eine. Du hast einen Taschenrechner diesmal, oder? Ich brauche keinen Taschenrechner mehr, weil ich weiß, dass ich über eine Million habe. Was? Nice. So, ganz wichtig auch nochmal. Oh Gott. Ich versuch's einfach mal mit hier einzublenden. Wenn man ein Item zieht, Klamotten oder Hupe oder so, nicht, dass ich das jetzt getan hätte, ist entsprechend immer der Farbe in Gegenwert zu berechnen. Und genau, dass das auch schon mal geklärt ist. Mm. Weil so eine Kazoo-Kapelle-Hupe kann man halt schlecht verbauen. Also ich könnte sie schon dann verbauen, aber vielleicht mach ich's auch, wenn ich dran denke. Aber ich bin fast überlegen, meinen Joker zu nehmen, weil das sonst wieder so enden wird wie die letzte Folge. Ich überlege auch, meinen Joker zu übernehmen, weil. Also ich nehme meinen Joker auf jeden Fall. Das gibt so geil, das keinen ist quatsch so. Joker. Ich mach das. Also, ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Scheiße. Also ich weiß, ich werde den Slick-Fehler von der letzten Wheelspin-Ausgabe nicht machen. Also ich habe zwar gute Coins, aber nicht alles so scheiße. Ja! Komm. Das war versehentlich. Komm, wir machen. Nein, wir das kann nicht wahr sein. Ich mach Risiko. Ich mach jetzt den Super Wheelspin, nochmal den Joker. Das klappt schon. Das wird super werden jetzt. Hoffe ich. Bitte. Ja, vielleicht da auch nochmal an die Zuschauer. Bei Superspin gibt es auch so eine Sonderregel. Dass, Entschuldigung. Ja, gut. Und zwar, wenn man tatsächlich in einem Superspin alle drei in einer Farbe ist, dann kriegt man auch noch mal einen Bonus. Also wäre jetzt hier bei meinem Beispiel der rechte Spin entsprechend auch in dieser anderen Farbe, die ich jetzt nicht nenne, aus Geheimhaltungsgründen, dann hätte ich jetzt einen Bonus bekommen. Ja, okay, gut. So geheim ist es doch nicht. So, ich mache keinen Joker-Spin, aber einfach, um einfach mal zu wissen, was wäre, wenn, what if, ja, voll die geile, eigentlich voll die geile Serienidee. Einfach mal was machen und dann einfach zu so sagen, was wäre, wenn? Da ist, glaube ich, noch nie jemand drauf gekommen, ich glaub, so eine ich Serie zu machen. Marvel mal an. Bei Marvel könnte ich mir das auch sehr gut vorstellen. Nein, Spaß. Ja, aber what if? Was wäre, genauso, hätte ich den Joker gezogen? Wäre ich damit glücklicher gefahren? Oh Gott, wenn ich den Joker ich auf keinen Fall. Scheiße. Ich sag's mal so, es wäre auch okay gewesen. Gott sei Dank habe ich nicht den Joker gezogen. Oh, ich brauche jetzt kein Defender und 90.000. Oh, ich auch nicht, zum Glück. Ich hätte 350.000 und die DJ-Dex-Hupe, hallo? Ui. Die ist grün übrigens. Ja, war super bei mir. Wird eine tolle Folge, Leute. Freut euch drauf. Geil. Ja, Lukas, ganz einfach, wie in der letzten Wheelspin-Ausgabe, einfach 100.000 extra berechnen. Ja, okay, dann ist wieder okay. Machen wir. Wunderbar. Ja. Ja. Ich versuche auch wieder 10.000 nicht zu berechnen und dann sind wir einfach wieder ein altes Muster und dann sind wir wieder da, wo wir letztes Jahr waren. Gut, ich würde aber sagen, jeder darf jetzt zu seinem Lieblingshäuschen oder Festivalgebäude gehen und ein bisschen tunen, designen, was auch immer und dann sehen wir uns gleich wieder hier und schauen mal, was jeder da so gezogen und aufgebaut hat. Ja, das war doch gar nicht so schlecht. Also damit kann man arbeiten. Ich habe das natürlich auch in der Magie des Schnitts, ja, mal kurz zusammengerechnet. Also ich habe 375.000 Tuning-Budget. Das heißt, ich verwende 365.000.
Nein, Spaß. Ja, ich habe ja letztes Mal schon vermutet, dass ich die 10.000 unterschlagen habe. Aber sei es drum. War trotzdem ganz cool, die Folge, wie ich finde. Und das wird es ja heute garantiert auch mit diesem E46 M3. Haben wir doch schon mal ganz gute Karten, würde ich meinen. Ich meine, der hat auch so ein ultra krasses Bodykit. Oder täusche ich mich da? Ja, so krass ist das jetzt auch nicht. Hab nichts gesagt. Ja, gut, das muss einfach dran, oder? Also, okay, schön ist schon anders, aber machen wir trotzdem, weil wir es können. Zack. So, und ich glaube, man kann einen Doppelflügel verbauen, oder? Also erstmal sich um die Optik kümmern. Genau, nochmal ein Flügel und Ducktail und... Ja, einfach weil man es kann, oder? Einfach weil man es kann, machen wir es. Doppelflügel hält besser. So, meine Damen und Herren. Gut, aber wir wollen natürlich auch hier weitermachen. Ich denke mal, wir könnten auch über einen Modus-Swap überlegen. Vierte Ford Racing. Boah, nee, den 6,2 machen wir auf keinen Fall. Ist ja ein AMG-Motor. Pfui. Ah, den Racing 3 Liter, 3,6 Liter Turbo. Ist eigentlich ein Toyota-Motor, wenn ich mich nicht täusche. Das müsste der Supra Racing-Motor sein, aber... Cool wäre es trotzdem. Ich meine, bei Wheelspin, seien wir mal ehrlich, geht es ja eigentlich nicht darum, authentisch zu sein. Außer wenn es ein AMG-Motor ist. Nein, Spaß. Und ein 4 Liter V8. Könnte man natürlich auch überlegen. Würde halt zumindest mal passen. Müsste ja der E92-Motor sein. Also vom Nachfolger, glaube ich. Müsste passen. Habe jetzt die genauen Werte nicht im Kopf, aber ich glaube, so 420 PS, 400 Newtonmeter sollte eigentlich passen. Wäre halt zumindest mal authentisch. Ich weiß auch nicht, was kann man aus dem Motor noch rauskitzeln? Das ist jetzt die Frage. Am Ende will ich halt einfach maximale Leistung haben. Wir gucken aber mal, wo die meiste Leistung am Ende rauskommt. Ich glaube, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Und ich glaube, da sind wir bei dem Motor schon sehr gut aufgestellt. 1287 PS, 1200 Newtonmeter. Okay, wir merken uns das mal. Gucken dann nochmal ganz kurz. Wir können ja auch kurz beim Serienmotor gucken, wobei ich nicht glaube, dass wir da... Weil man kann mit dem Turbo-Upgrade kann man ganz schön viel rauskitzeln, okay. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass wir auf die Leistung kommen. Auch wenn da die Teile schon mächtig Leistung dazugeben. Uiuiuiui. Ist trotzdem nicht schlecht. Aber machen wir nicht. Und dann gucke ich noch ganz kurz mal beim 4 Liter V8, was der so bringt. Aber ich denke auch nicht, dass der da hingeht. Müsste einen Knopf geben, bitte mal alle Motorteile. Danke, bitte. Reicht schon? Nee, okay. Bei weitem nicht. Dann, ja, machen wir das jetzt einfach. Auch wenn mich manche dafür jetzt wahrscheinlich lynchen, aber so ist es halt. Genauso wie für ein Allrad. Machen wir halt X-Drive rein. Also, ich gönn mir einfach so. So, so, so. So. Und so. Sehr gut. Dann... Da haben wir alles. Da auch. Dann hier. Wir machen diesmal keinen Allround-Aufbau, hätte ich gesagt. Sondern ich gehe diesmal das Risiko ein, auf Semi-Slicks zu gehen. Wenn es halt Offroad wird, wird es halt kritisch. Aber diesmal, glaube ich, bei so einem Aero-Wunder machen wir, glaube ich, schon... Würde ich schon sagen, dass wir hier auf Slicks gehen. Oder? Bin gerade am Überlegen. Ja doch, machen wir. Schön breit die Geschichte. Also Semi-Slicks, nicht Full-Slicks. So, Felgen. Irgendwas Craziness, hätte ich gesagt. Am besten was auch ein bisschen vielleicht Gewicht spart. Aber sowas kann man eigentlich machen, oder? Mit so einem Breitbau. Wobei die, glaube ich, fast cooler aussehen, oder? Ja, ich mach einfach Scheiß drauf. So, das haben wir alles. Wunderbar. Dann machen wir Getriebe. Ja, ja doch, können wir mal einen 7-Gang können wir mal machen, glaube ich, bei dem jetzt.
Schadet, glaube ich, nicht. Rendiff rein. Dann das hier. Fahrwerk natürlich auch. Rennfahrwerk. So. Und Gewicht natürlich. Ja, Moto haben wir ja schon und dann sind wir fertig. Dann habe ich 119.600 aktuell, kostet es, also habe ich eine Menge nicht ausgegeben, aber ist dann halt so. Installieren wir, jawohl. Haben wir ja noch ein bisschen Zeit für die Probefahrt. So, vielleicht mal beim Design gucken, vielleicht hat ja jemand für das Bodykit was Cooles gemacht. Ups, nicht. Hm. Ja, abstrakt klingt gut. Abstrakt klingt eigentlich cool. Keine Ahnung, wie das mit dem Bodykit aussieht, aber ich mach's jetzt einfach mal. Einfach mal so komplett. Jetzt tut's gleich den Augen weh, glaube ich. Gucken wir einfach mal. Design wird übernommen. Ich meine, ey, ist halt noch ein bisschen knallquietschebunt aus der Silvesternacht übrig geblieben. Why not? So, okay, wunderbar. Tja, da ich das jetzt zum ersten Mal... Ich wollte eh noch eine Let's Play-Folge mit dem Bodykit und alles machen, aber ja, jetzt greife ich halt natürlich hier das alles ein bisschen vorne weg. Ich will gerade mal kurz gucken, Aero. Ich würde sagen, wir gehen auf jeden Fall in die Vollen, einfach weil wir so viel Power haben. Ich glaube, das schadet es nicht, ein bisschen mehr anderes Druck zu haben. Den Rest gucken wir gleich mal. Ich habe keine Ahnung, also ich glaube mal Fahrwerkshöhe, ein bisschen Puffer können wir, glaube ich, schon lassen, auch wenn es optisch vielleicht nicht so schön aussieht, aber... Ein bisschen schadet nicht, den Rest. Na gut, das ist wahrscheinlich auch sowas, was wir auf jeden Fall schon mal ohne groß gucken, angucken können. Getriebe weiß ich gar nicht, ob wir so viel länger sein müssen. Ja, das passt schon. Reifendrücke würde ich erstmal so lassen, so etwas höher, weil ich kann mir schon vorstellen, mit diesem hohen Anpressdruck und allem schadet es nicht, da einen gewissen Anpressdruck zu haben. Wie sich das fährt. Oh Gott. Ich finde es gut, dass auf jeden Fall der andere Heckflügel nicht so stabil zu sein scheint. Er wackelt ganz schön eins ab. Ich glaube, Fahrweg muss ich insgesamt deutlich härter auslegen, weil der unglaublich. Leute. Wir müssen nicht sehen, was die anderen schon haben. Ja, also wir haben natürlich durch ein Allrad, also wir müssen erstmal definitiv deutlich hecklastiger wieder werden. Ich würde mal sagen, wir gehen einfach mal so auf 89%. Beschleunigung brauchen wir nicht ganz so viel Sperre, dafür vielleicht bei der Verzögerung etwas mehr. Hier würde ich auch reduzieren, hier auch. Bremse mache ich mal... Sicher ist sicher. Hier würde ich sogar vielleicht ein bisschen runtergehen. Wobei, vielleicht auch nicht. Dann hier ein bisschen weicher das Ganze. Relativ ausgewogen. Ist er ja schon gemacht. Ich würde ihn aber, gut, wenn es halt Offroad geht, ist kritisch, aber ich würde ihn trotzdem ein bisschen gerne etwas härter auslegen. Den guten hier. Einfach, weil wir ja auch ein bisschen... entsprechend Aero haben, die so ein bisschen nach unten drückt. Hier würde ich den insgesamt weicher machen, die Stabis. Falls es doch ein bisschen ins Gelände geht, dann hat er ein bisschen Spiel. So, hier gucken wir gleich nochmal. Und dann gucken wir mal, wie das fährt. Jetzt mal Telemetrie rein. Gucken, was das Fahrzeug da uns so sagt. Ja, das passt aber eigentlich, glaube ich, ganz gut. Okay. Vielleicht sogar ein bisschen mehr den Sturz reduzieren. Da braucht wirklich nicht so viel. Ich sagen, machen wir es mal so und so. Das haben wir schon. Ja, probieren wir mal was aus.
wahnsinnig. Wahnsinnig untersteuern tatsächlich. Also er geht gar nicht um die Kurve hier. Krass. Warum? Also eigentlich vom Radsturz her. Okay, nochmal. Vielleicht geben wir ihm doch ein bisschen mehr. Vielleicht braucht es einfach so. Würde ich das sogar reduzieren? Das würde ich lassen. Stabi würde ich nochmal ein bisschen extremer gehen. Und dann würde ich Aero tatsächlich hinten einfach deutlich reduzieren. Ich glaube, das ist trotzdem okay. Dann gucken wir mal, dass das irgendwie funktioniert. Das passt eigentlich, aber dann das hier doch nochmal reduzieren irgendwie. Nochmal mehr auf die Hinterachse geben. Schon krass, wie. Also ich weiß nicht, ob er jetzt halt das Bodykit alleine schon eine gewisse Aero-Balance mit sich bringt, aber der ist ja. Der geht ja gar nicht um. Das Einlenken ist okay. Und dann geht einfach gar nichts mehr. Der schiebt ja ultra. Reifen vorne sind halt auch maximal am struggeln. Vielleicht doch mal ein bisschen gerade vorne etwas reduzieren. Hinten können wir es ein bisschen härter lassen, hätte ich gesagt. Ich bin da echt überfragt, ey. Also klar, wir können die Aero natürlich hinten noch mal extremer wegnehmen. Vielleicht, weil einfach das Kit einfach an sich schon eine gewisse Balance mit sich bringt. Können schon gut sein. Ja. Aber mehr Sperre? Also klar, mehr Sperre. Diff muss man einfach austesten. Ja, das ist krass. Das ist echt krass. Na gut, ich meine, er darf am Ende des Tages jetzt auch keinen so krassen Super, also er sieht natürlich mega krass aus durch das Flügelwerk, aber wenn man alleine jetzt mal hier reinguckt auf die Werte 7.5er Handling, ja, also vergleichen wir das mal jetzt mit einem anderen Fahrzeug aus der S2-Klasse, ich glaube, ja, die haben bedeutend höhere Handling-Werte, wenn ihr mal guckt. Okay, der Regera ist noch so in der Nähe, aber der ist jetzt auch kein Kurvenräuber. Also, ja, ich denke mal, das darf man jetzt auch nicht verkennen. Das ist halt einfach auch kein Kurvenräuber am Ende des Tages. Deswegen muss man da einfach ein bisschen auch Tempo rausnehmen für die Kurven. Ich glaube, man darf einfach vom Mindset, also von den Gedankengängen, nicht so krass denken, okay, man hat jetzt den übelsten Kurvenräuber. Es sieht zwar danach aus, aber es ist nicht so. Zumindest mal nicht im Verhältnis dieser Leistung, die wir haben mit hier über 1000 PS und so weiter. Deswegen. Und ja, ich fahre mal ganz kurz jetzt auch durch Schotter und so, nicht, dass ich es jetzt nämlich zu sehr übertrieben habe mit dem anderen Zeug und dann geht das jetzt gar nicht mehr klar. Ja gut, da merkt man halt, dass die Semislicks nicht für Schotter gebaut sind oder gemacht sind. Ja, man muss ja mal ein bisschen ausprobieren. Man muss ja das, was einem gegeben ist, versuchen zu optimieren, ne? Wie gesagt, extremer kann man immer tunen, aber muss am Ende auch noch den verschiedenen Bedingungen gewappnet sein. Deswegen einmal im Kopf wissen, ich habe hier jetzt nicht den übelsten krassen Super-Duper-Rennwagen. Vielleicht fehlt es da ein bisschen an Kurvengeschwindigkeit. Ah, wird schon schief gehen, würde ich sagen. Wird schon schief gehen. Gut, die Zeit ist auch zu Ende, was das Tuning betrifft. Deswegen gehen wir zurück zum Flugplatz und dann gucken wir mal, was die anderen so Schönes aufgebaut haben. Da stehen sie alle bei schönstem Wetter und Sonnenschein. Ha, herrlich. Das muss man wirklich sagen, da ist Mexiko halt schon nice. Wir haben schon auf jeden Fall deutlich mehr Sonnenstunden als noch in Horizon 4 in Großbritannien. Und wir haben vor allem auch deutlich länger Tag, egal welcher Jahreszeit, was auch sehr schön ist, weil ich erinnere mich an den Winter in Horizon 4 zurück. Da war es gefühlt nie Tag.
Es war eine Tortur, wenn man da ein schönes Thumbnail machen wollte. Es war immer düster, war nicht so geil. Aber das sind die Sorgen eines YouTubers. Da müssen wir nicht uns drum kümmern. Wir müssen uns jetzt eher um die Fahrzeuge, die er da gezogen und aufgebaut hat, kümmern. Und wir beginnen bei Andy. Ja, ich hatte einen Jaguar XKS und knapp eine 500.000 Tuning-Budget. Das heißt, das Ding ist ein Vorlaufbau auf die Straße geworden diesmal. Ja, ich habe mich einfach auch tatsächlich gegen den Joker entschieden, weil ich mal andere Fahrzeuge in Wiesbaden fahren wollte, so wie letztes Mal auch. Frage, gibt's da keine Spurverbreiterung für den? Nein, gibt's nicht. Ist ja skandalös, weil das fällt ja direkt ins Auge irgendwie. Borsa Aero habe ich tatsächlich auch gelassen, weil es scheiße aussieht. Ja. Gut, weiter geht's mit Scracks. Ja, also ich sag mal so, erster Wiesbaden habe ich direkt einen CLK GTR Forza Edition gezogen, hatte am Ende 1,38 Millionen Tuning-Budget. Also falls noch wer Geld braucht, ich habe noch genügend übrig. Hab allerdings nur diesen RX-7 hier gezogen. Ja, was am Ende daraus bei rausgekommen ist, Widebody, LS3, Swap, Allrad, Pulsflix. Ja, aber gibt Schlimmeres. Ja, musst du jetzt nicht so traurig gucken. Ja. Ja, dafür für die Info, weil das, glaube ich, bei der letzten Wheelspin-Ausgabe nicht so ganz klar ist. Also wir beziehen uns hauptsächlich aus das Regelwerk oder vom Regelwerk noch aus Horizon 4. Und das sind jetzt aber neu dazugekommen, dass halt Horizon oder Forza Editions nicht erlaubt sind, weil die einfach doch schon zu OP werden und halt einfach auch diesen Tuning-Aspekt fast schon ad acta legen in dem Format. Und deswegen ja, sind die halt eben außen vor. Genauso wie Extreme Track Toys und die Open Wheel Track Toys sind verboten. So, H2O. Ja, ich hatte 222.000 K und noch den Renault 5 Turbo. Vollaufbau, Hälfte verwendet. Und ich habe mich leider dazu entschieden, oder müssen, beziehungsweise die Forza Aero anzubringen, weil ansonsten wäre das Ding bei dem Aufbau komplett unfahrbar. Alles gut. Bei dem Format muss man sich für optische Sünden und für Umbausünden eigentlich nicht rechtfertigen. Hier ist alles erlaubt. Hauptsache rein, am Ende des Tages. Snacks, bitte. Ja, ich hatte 330.000 als Tuning-Budget, hatte im ersten Spin Mini Countryman und dann noch den Ford Falcon hier. Ja, es ist ein Vollaufbau geworden. Ich habe noch 250.000 über. Keine Ahnung. Ja, ist ja okay. Lukas. Ja, und dann gab es mich, der gesagt hat, komm, waren die ersten Wheelspins zu lang, weil ich da hatte ich einen Focus RS und über 300.000, aber irgendwie wollte ich den nicht voll aufbauen, weil sich das dann immer so okay nur fährt. Da dachte ich, mach's halt nochmal einen neuen. Und dann habe ich den 356 gezogen und insgesamt 40.000. Ist jetzt kein Vollaufbau geworden, wie man sich vielleicht denken kann. Ja, aber immerhin ein cool klassisches Design. Ja, ist richtig. Lukas fährt aber halt auch immer Porsche. Ja, echt so. Ja, schon. Immer nur am Porsche fahren. Immer. Ey, es ist echt. Also in diesem Jahr in Multiplayer ist er bis jetzt immer nur Porsche gefahren. Aber ich muss auch zugeben, ich bin in diesem Jahr bis jetzt auch immer nur BMW im Multiplayer gefahren. So ist es halt einfach. Ja, ich habe mich natürlich auch für ein absolut klassisches Design entschieden, nennt sich die bunte Seuche. Und ja, was soll ich sagen? Also den M3 direkt im ersten Spin mitgehabt, wusste auch schon, okay, der hat ein dezentes Bodykit. Und dezente Flügelmöglichkeiten, darauf habe ich natürlich nicht gespart. Ja, da ging natürlich das ganze Geld drauf. Und am Ende, ja, habe ich mich auch jetzt für einen Straßenvollaufbau entschieden. Wobei tatsächlich man erschreckend feststellen muss, ich bin bisher noch nicht den M3 mit dem Bodykit und so weiter gefahren. Man muss tatsächlich aber erschreckend feststellen, dass der zwar natürlich nach Ultra-Kurven-Speed ausschaut, aber da leider nicht so viel drinsteckt. Deswegen, ja, also mal gucken, wie das gleich wird. Aber wenn wir am Ende eh noch querfeld einfahren, ist es auch egal. Deswegen gebe ich einfach mal das Zepter weiter an Till. Genau, also ich hatte im ersten Zug den Audi RS6 von 2009 gezogen. Dachte mir, okay, wird vielleicht nicht so gut. Und danach im zweiten Spin direkt das schnellste Auto im Spiel, den Sesto Elemento Forza Edition gezogen. Hatte dann ein kleines Tuning-Budget von 1,54 Millionen Credits übrig. Konnte gerade mal 100.000 verbauen und musste mich für die Forza Aero entscheiden, weil das Ding sonst in den Kurven einfach komplett abfliegt. Alles gut. Okay. Falk. Ja, ich hatte im ersten Spin was Grünes, 100.000 und noch was Grünes. Im zweiten nochmal 100.000, ein Chevy 150 und diesen schönen Audi. Ja, Vollaufbau, bisschen auf Grip geachtet. Gib ihm. Alles klar. Dann Lukas Nummer 2. Oder ja. Lukas Nummer 370. Z.
Ja, nachdem ich letzte Woche ja den Fehler mit den Fullsticks gemacht habe, hat scheinbar nicht nur ich selbst, sondern auch der Wheelspin sich gedacht, komm, geh mal in die andere Richtung. Deswegen habe ich den RS200, nicht ganz, den RS200 hier im Wheelspin bekommen. Und da ich auch noch eine Fairlady Z Forza Edition hatte, die 250.000 wert war und noch ein paar andere Kleinbeträge, hatte ich ein Budget von 625.000 für den RS200. Übrig sind jetzt noch 547.000. Das muss schon wehtun jetzt. Ne? Ja. Ist man schon so ein Fair Lady Fan und dann muss man es auch noch abgeben. Freut sich jetzt jemand anders. Das sind wir halt gnadenlos. Gut, Kobayashi. Also, ich hatte in den ersten zwei Spins ein Vielglück, hab die Bugatti Seitenkiste gekriegt. Hab mir gedacht, nee, ich nehme den Joker, hatte 175.000, hab mit den Cayman GT4 geholt, Vollaufbau und den 4 Liter Boxer eingebaut, weil wieso nicht? Ja, why not? Gut, Stui. Ja, ich hätte eigentlich einen Mercedes-Benz SSK bekommen, der ja 7,5 Millionen wert ist. Hab mich dann aber doch mal fürs Jokern entschieden, weil ich den großen Motor nicht rumfahren wollte. Und dann sind es 490.000 einfach geworden aus dem Joker-Spin. Davon habe ich mir dann den, 56 gekauft. Und dann, mit White Buddy in dem kleinen Hintergedanken doch mal ein bisschen Offroad zu gehen und den dann halt hochzulegen. Nur, dass das Hochlegen bei dem immer noch ziemlich tief ist. Ja, wollte gerade sagen, so tief wirkt er gar nicht. Also das ist halt maximale Höhe. Ja. Aber ich glaube, Jenkins hat einen ähnlichen Gedanken gehabt mit dem Hochlegen, nur bei ihm sieht man es ein bisschen mehr. Ja. Ich konnte es mir nicht aussuchen. Ich habe einen Zwilling bekommen im zweiten Spin, 650 S Coupé. Und hatte dazu 5 Geldbeträge für 350.000 insgesamt. Also ja, mehr oder weniger Vollausbau, aber auf Dirt gegangen. Sagen. Ja. Okay, sehr gut. Dann gucken wir doch mal, was es heute wird. Aber bevor wir natürlich zu unserer ersten Disziplin schreiten, gibt es natürlich noch das obligatorische Drag Race. Dann gucken wir doch mal, wer gut Leistung hat. So. Hör ich da ein leichtes, ironisches Schmunzeln aus seinem Munde? Gar nicht. Ich bin auf jeden Fall nicht davon geständigt, jemals wieder einen Joker-Wheelspin nehmen zu wollen. Ja, beim Joker muss man einfach mit der Devise rangehen, es kann immer schlechter werden. Ja. Das ist die einzige Garantie. Ja. Wobei, tatsächlich, das Jokern hat schon, glaube ich, für auch sehr viel rettende Taten, also zumindest mal in Horizon 4 gesorgt. Also es war, glaube ich, schon eine gute Entscheidung, das einzuführen. Weil es gab doch schon bei dem einen oder anderen Spieler, ich möchte jetzt niemanden namentlich erwähnen, also ich vielleicht, hat natürlich schon für sehr frustrierende Momente gesorgt, indem man gefühlt in jeder Folge einfach nichts hatte. Aber nur noch in jeder dritte Folge, beziehungsweise in jeder zweiten Folge nichts. Ja, war auch nicht schlecht. Gut, dass ich sehe, ist das ganze Starterfeld von hinten. Also perfekte Aussicht bei mir. Ist doch toll. Welches Heck ist das schönste? Oh mein Gott. Oh Mann, ey. Interessant, keiner hat es auf X geschafft, obwohl wir so viel Vollaufbauten hatten. Ja, mich wundert es auch, dass ich mit 950 den höchsten RE habe. Ja. Da liegen bei mir Kartons im Weg, das ist schief. Das sehe ich gar nicht gut. Snacks, hast du den Fake in der Binnen? Ja, okay, ich glaube, die Aero bremst ein bisschen aus. Ah, V12 und los. Ich habe keine Aero, ich bin trotzdem langsam. Ja, der 4 Liter Boxer, der macht schon einiges weg. Ja, ich würde sagen, die Drag-Reifen haben sich schon gelohnt. Ich kann mir den großen Boxermotor gar nicht leisten, Mann. Also schon, aber da hätte ich 90 auf 50er Reifen drauf gehabt. Das passiert super selten, dass ich bei Wheelspin allgemein Drag Race gewinne. Ja. Aber dieses Jahr bist du 100% Siegesquote. Ja? Ja, das stimmt. Muss auch mal gucken, sein. Ob du sie halten kannst. Nein. Okay. Gut, ja. Dann würde ich sagen, das wäre erledigt. Dann gehen wir jetzt rein in die 5 Disziplinen, die uns erwarten.
Und ja, ich würde sagen, die erste Disziplin wird für den ein oder anderen eine feuchtfröhliche Überraschung. Na, okay, das mit dem feuchtfröhlich muss ich nochmal zurücknehmen. Also ich habe natürlich wieder mal versucht, krasses Wetter einzustellen. Wie ihr seht, seht ihr es nicht. Also eigentlich ist jetzt Sturm. Stellt euch schlimmsten Sturm vor. Oh mein Gott, ich kann gar nichts hören vor lauter Wind. Ja, ich auch nicht. Oh Gott. Ich sehe auch gar nichts, deswegen bin ich auch so schlecht. Oh, Asphalt. Oder zumindest befestigt Untergrund. Geil, Alter. Zieh ich durch. Bin ich letzter. Ich bin aber letzter. Ja, ich seh's. Das war die richtige Entscheidung auf Ass. Ich hab extra nur Semis drauf gemacht, um ein bisschen irgendwie... Ja, Semis hab ich auch. Fullsticks machen auch eh seltenst Sinn. Fullsticks sind halt nur auf der Straße im Trockenen gut. In allen anderen Bereichen ist es gut. Und dann auch wirklich nur Straße. Sobald du ein bisschen von der Straße abkommst, ist schon RIP. Oh, der Sprung ist tödlich? Der Sprung ist absolut ekelhaft gesetzt. Das war super dumm, was ich gerade gemacht habe. Tschüss, Ray, tschüss. Wie gut, dass ich die Offroad-Rennen schon alle gefahren bin. Dito. Das glaube ich noch gar nicht gefahren, deswegen habe ich es auch ausgegeben. Ich bin echt fast gar keine Rennen gefahren. Ich bin auf Platz 7 mit meinem Audi, ich möchte es betonen, ne? Also ich bin hinter dir. Nochmal so fair sein. Also ich bin Platz 4 mit meinen Fullsticks. Oh, das Auto ist 0 für das Gelände gemacht. Jo, meins auch nicht. Was geht denn mit der Strecke ab? Meins halt noch viel weniger. Auch 360 für die Fans. Der mal dieses andere tödlichen. Ich meine, ich bin froh, du mich dagegen entschieden haben, das Ding noch härter einzustellen. Jenkins, du bist der falsche 650 auf dem ersten Platz. Nee. Oh Gott! Ja, Lukas. Ja, die Pfütze hat meinen Porsche ein bisschen verschlungen, weil dem Gewicht ist das. Hab ich nicht so viel Gegenwehr. Wie, als würdest du gegen eine Wand laufen. Das ist ja auch fies hier. Die Strecke ist schon fies, kann man das so sagen. Die hat es ja echt in sich. Oh ja, die Strecke. Oh Gott, ich bin gespannt, wie. Oh Gott, Hilfe! Mich hat's Wasser gedreht. Okay. Oh Gott. Okay. Ich bin gespannt, wie viel dagegen Lukas, kannst du mal meine Federbeine einsammeln? Moment, halt, Freunde, halt, hier stehe ich. Ach, Mann, das ist ja durchsichtig. Jetzt sind da lang. Och, nö. Unsere Zeit, Ray. Hätt's nicht mal eine Crash Edition geben können? Oh Gott! Ja, Vollgas. Phoenix. Das war aber mit dem. Oh nein! Alter! Nadelöhr, okay. Irgendwie reingerutscht. Ja Gott, diese Strecke. Also ich finde sie jetzt schon gut. Sie ist jetzt schon das Highlight der Folge. Ey, der Renault von Chloro und ich war aber ganz geil. Das war schön, das war schön. Sehr schön, Kiko. Nice. Hey und Andi, Glückwunsch, weiterhin 100% Siegquote. Ja, ich weiß. Komm, bei 650C! Team. Nein! Wenn wir das jetzt forcen mit Andi und seiner Siegesquote, dann wird das ein Jahr lang so durchgehen. Selbst wenn ich nicht gewonnen hätte, ich jetzt trotzdem irgendwie gedreht, dass meine Siegesquote bestehen bleibt. Richtig, so macht man das auch. Ja, das Nadelöhr am Ende, das war schwierig. Das war vor allem bei mir. Dass du da durch musst, dann weil ich, hast du ich hab da wieder nichts gesehen, als ich aus dem Tunnel rausgekommen bin. Wir haben selbst wieder mit dem Forster-Spiel aus dem Respin gezogen. Kann ich den nehmen? Nein. Nach der Folge dann, ne? Okay, cool. Das ist wie Battlefield, drei Taschenlampen ungefähr. So, das war aber erst die erste Disziplin. Team Rot geht erstmal mit 1-0 in Führung. Die nächste Veranstaltung, die wird vielleicht jetzt ach komm, ich jinx es nicht die ganze Zeit. Irgendwas wird schon kommen. Guck einer an. Sturm auf Wish bestellt. Das ist ein Sturm nach dem Horizon 4 Blizzard. Ja, ungefähr. Sind wir heute Sightseeing in Mexiko? Das ist ja schon wieder auf Rot. Gott. Ja, so hast du jetzt gedacht, das ist ein Asphaltrennen, nicht? Ja. Ja. Nee, hab ich noch reingemogelt, hab ich da ein bisschen. Ja, das ist auch eine Straße, die ist halt noch nicht so gut. Ja, Stewie? Da ist halt das Geld. Was denn? Das war auch Straße. Ich bin auch gut, dass ich im zweiten Rennen immer das Team wechsle. Im vierten auch. Aha! Ja, da war ich jetzt mal kurz dran. Ja, okay. Das ist aber so komische Fahrt. Das ist total komisch. Das ist Stewie. Oh, das Wasser, guck mal. Ach ja, ich freu mich schon. Erstmal ein Frontflip. Einfach drüber springen. Das ist ein Dreck. Oh Gott.
Aua. Ja, das ist gut. Das war nicht tief genug. Also ich hab's mir mit dem Fullstick schon mal vorgestellt auf Dirt. Straßenaufbauten im Gelände nicht so gut funktioniert, aber gerade hasse ich das. Der 3650 funktioniert gut. Du brauchst immer weniger Leistung, Leute. Das ist der Trick. Sagen wir es mal so, hätte ich das Auto dafür aufgebaut, wäre es glaube ich sogar ganz okay, aber... Ja, das ist sowieso. Da, Straße. Let's go. Jawohl. Freut euch nicht zu früh. Nee. Oh, keine Chance. Der Raider. Oh Gott, wo kommt die Kurve her? Wo die herkommt? Keine Ahnung. Oh oh. Viel wichtiger ist, wo sie hinführt. Wo sie hinführt, ja, das ist so. Was? Was zur Hölle? Die Mauer schiebt ein Ziel. Ja, Andi macht erstmal Walltap des Todes. Ich bin ja auch, wenn ich letzte bin. Ja. Ich muss sagen, der Wagen fährt ein bisschen sehr angenehm. Bei meiner fährt sich so brutal scheiße. Ja, weil dein Tod funktioniert ganz gut. Ja, willkommen bei Ugelspin. Dann hast du alles richtig gemacht. Ray, ich bin super, dass du zwei Flügel hast. Finde ich auch. Aber für die, die keinen haben. Was, Lex, ehrlich, was hast du? Lex, ehrlich, was hast du mit deinem Faker angestellt? Oh, nochmal Wasser. Ich habe keine Ahnung, was du gemacht hast. Diesmal hast du einen Glück, was? Ich hab noch mal was auf. So hat sich's also angehört. Oh Gott. Da ist gerade raus. Oh, da. Oh Gott. Ich habe immer das Gefühl, wenn du ein Auto fährst, was überhaupt nicht für diese Sachen aufgebaut ist, dann fühlen sich die Rennen ultra lang an. Ja. Ich so, hä, das müsste schon längst fertig sein. Weil du Halbgas gibst. Nein, ja genau, weil du halt die ganze Zeit nur am Überleben oder versuchst zu überleben irgendwie. Oh, was ein schöner Battle, Jenkins. Das war mega. Oh, Asphalt. Die Rennen sind viel zu groß. Trotzdem kein Grip. Wir haben die gute Karten. Podium. Oh, warte mal. 300 PS. Let's go, go. Oh nein. Nein, nein. Jawohl. Das ist immer so geil, wenn man selber schon in dieser Endscreen-Animation ist und dann die anderen Autos von hinten noch reinfahren, aber halt so in Ruckel halb. Ja, das müssen die wenn sie es ein bisschen fixen würden, dann wäre es, glaube ich, ganz geil. Nein, ich hätte fast in der 6 noch bekommen. Nee, mich fixst du nicht. Passt. Ja, und damit geht natürlich die Siegeserie von Andy weiter. In seiner Version. Also. Es stimmt so halb. Es ist nicht nur meine Version, es geht auch allgemein weiter. Weil ja. wir müssen also ja offiziell wissen, nicht, aber. Ja. Wir müssen ja wissen, das war jetzt das zweite Rennen. Es war das zweite Rennen. Und im zweiten Rennen werden die Punkte immer andersrum gewertet, wie wir wissen. Also eigentlich haben wir. Genau. Also in diesem Jahr bis jetzt ist es so. Richtig. Ach, diese erste oder die Neujahreswitze werden einfach nie schlecht. Naja, gut. Weiter geht's und ich verspreche jetzt einfach mal gar nichts. Also, es könnte auch vielleicht wieder regnen. Nein, wir schauen einfach mal. Es ging ein Schrei durch die Hallen dieser Multiplayer-Aufnahme: Ein Straßenevent, endlich! Woo. Also für manche. Andere fand ich es nicht so geil. Oh, aber die schön. Werden einfach ignoriert. Ja. Okay, Andi erst mal jetzt komplett. Ja gut, wenn er 1300 schieß mich tot PS hat, dann ja, wird das schon mal nutzen haben. Ich hätte glaube ich auch noch einen zusätzlichen Flügel vorne gebraucht. Dann wäre die Balance ganz geil, aber. Kommt uns gerade wie so sich auf. Sollte vielleicht nicht auf die Force Aero verzichten, wie es bin. Nee, also gerade bei, wenn man wirklich so krass aufbaut, ab einem gewissen Punkt muss man es einfach machen. Oh mein Gott. Wir finanziell so ausgelohnt gewesen, wie wir die Felgen gewechselt haben. Der macht voll Wallriding, hab's genug. Denk jetzt, hast du auch deine Bremsen verloren? Oh mein Gott. Oh Gott, du bist weit rausgerutscht. Hey, Scrax, kannst du mal bitte deine Smoke Tires abstellen? Das wäre ganz geil. Das ist ein Raucherfahrzeug. Ja, okay. Okay, dann ist entschuldigt. Verkauft sich aber nicht so gut, das kann er jetzt schon sagen. Nein! Guck mal, das Snacks die ganze Zeit bei mir. Also, wir machen ja wirklich immer parallel Flugstellen. Ohne Scheiße, in Kurven bist du immer dann vorne, sobald es ein bisschen geradeaus geht, fahre ich vor. Ja. Yeah. Was mit dem Checkpoint? Mir fehlt Power. Du kannst welche von mir haben. Ich werde euch nicht wegen Power, okay, danke. Lukas, ich brauche deine 300 PS auch noch. Alter, was kannst du da durchheizen?
Ja, das ist die Ford-Serie zahlt sich aus. Ey, ich hab's ja auch drauf. Gleiche Fehler passiert. Ein Audi. Willkommen, ich doch noch. Nö. Bleib bloß weg. Oh, der Randstein ist so fies, weil die so nach unten abgeht. Dann zieht's einen richtig so aus. Ja, ich hab den Randstein in der Wisch. Schade. War krass, wie nah die zusammen waren, die Autos. Krass, oder? Wir haben eigentlich komplett andere Aufbauten. Gut, klar, viel Leistung, aber trotzdem fand ich es jetzt echt super geil. Das ist toll. So kann Racing funktionieren. Ja. Racing? Ja. Racing, ja. Oh, nee. Sorry. Ich komme aus dem Spiel. Aber das ist tatsächlich der Sieg für Team Bleu. Und damit steht es nur noch 2-1 für Team Rot. Also, mal können vielleicht nochmal spannend werden. Wir schauen einfach mal. Aber erst darin, wo ich ins Ziel gekommen bin, das möchte ich ganz kurz für meine eigene Ehre kurz aufrechterhalten. Danke. Applaus. Applaus. Danke, danke. Applaus. Danke. Applaus. Oh, der Gewinner sieht aber nicht so glücklich aus, leider. Ich glaube, dem ist zu warm. Aber Muckis hat er. Das könnte sein. Ja, Muckis hat er. Also, das ist schon nicht schlecht, nicht schlecht. Ja gut, wir gucken mal, was uns im vierten Event erwartet. Und weil es so schön war, auf dem Asphalt fahren wir jetzt auf, keine Ahnung, wie man diesen 100 nennt. Pflaster? Ich wollte Kieselsteine sagen, aber das ist falsch. Genau, Pflastersteine, richtig. Pass erfasst. Bonuspunkte werde ich überrundet. Ach, das ist gar nicht der durch die Stadt der Offroad-Rückpost. Ich dachte, das wäre der. Nee, das ist, au, das ist Dirt au. Tatsächlich. Au. Racing oder Ping-Pong hier? Also, leider. Alles. Beide. Ich traue mich gerade nicht ans Limit zu gehen, weil das Fahrzeug doch schon sehr untersteuernd ist, wenn ich hier ans Gas gehe bei der engen Stadt. Sonst mache ich nämlich das gleiche wie der Andi. Ich bin echt perfekt gefahren. Ja, ist richtig. Das ist die neue Ideallinie. Ah, das ist doch auf gut. Alles klar. Ja, ich muss auch übrigens gucken. Ich muss auch übrigens gucken, dass ich irgendwie dieses Untersteuern wegkriege. Hast du das Starttor nicht gesehen? Nein. Das ist schon fett wild. Das hat 80 da drauf. Beim Start schon ja, auch könnte ja auch eine Custom-Strecke sein, die aber nur sehr gut gemacht ist. Ich nehme den Wild-Startpunkt und fahre die Kurve aus Wald. Ich mach immer den Wild-Startpunkt, weil der ist einfach wild. Oh Gott. Wie war das? Es gab doch diese Kinderserie oh da, Gott. Oder? Wie hieß die? Wilde Kerle oder Wild Boys. So. Ah ja, wilde Kerle, genau. Da gab es doch diesen Spruch, oder? Dieses, du bist nicht willig, wenn du geil bist. Naja, die war das lange. Ja, okay. Ah, okay, das alles war die andere. Das war die andere. Das ist okay. Ja, das ist mir jetzt ganz so spontan eingefallen. Das war die falsche Serie. Ah, das war die falsche Serie, okay. Hey, das ist mir wirklich jetzt gerade spontan eingefallen. Aber fände ich auch ein guter Spruch. Also, so ist nicht. Also wer einen neuen Leitspruch sucht, der hier ist er. Nein, wie hieß denn der nochmal? Du bist nicht alles ist Dings, gut, wenn du wild bist. Du, wenn du böse bist. Oder so. Nein, was? Wenn du böse bist? Oder wo ist das Böse denn nicht? Das Star Wars. Ich hab das tatsächlich nie gesehen, wilde Kerle, aber das haben sie halt in den Trailern immer rein. Alles ist gut, solange du wild bist. So. Ja. So. Gott, also ich fand meinen besser. Der hat für mehr Gelächter gesorgt. Das wird die FSK 18, neue Version. Ja, ich weiß ja nicht, was ihr Ferkel schon wieder denkt. Gut, bei dem Spruch kann man einfach nicht an nichts anderes denken. Ich hab Tränen noch. Ja, ich auch, ich sehe schon nichts mehr. Und es sind nicht diese Tropfen, die nicht weggehen, sondern. Ja. Dann ist das Rennen vorbei. Ich schwitze schon wie drei Runden. Alter, das ist so furchtbar zu fahren gerade. 1,40? 1,48. Oh, 1,53. 1,13, Vorsicht, Randstein. Genau. 1,32, oh Gott. Noch mal noch. Also, ich dachte, es ist schon die letzte Runde. Hä? Oh Gott. Nein. Fühlt sich alles so lang an. Einfach ein Wallride-Array. Brutal. Das ist mal meine Lage. Da kann ich mich beschweren, dass das Rennen sich lang anfühlt, okay? Wer ist denn nur die Hüfte? Au. Aber ich fährst ja nicht mal volle Distanz. Kein Problem. Das sind wie die Leute, die ins Stadion gehen und dann
nach 60 Minuten schon das Stadion wieder verlassen, ey. Ekelhaft. Scratch, wenn du drauf machen willst, dann trifft er auch, ja? Genau. Ist der Rauch hier besser? Balk, mach mal mehr Rauch. Fehlt noch was. Ja. Hey Lukas, du hast, also Lukas 70Z, du hast ein Auto für das, also fahr auch dementsprechend, ja? Ich muss mich schon konzentrieren, der ist etwas zu übersteuern eingestellt. Ja, eigentlich ist leichtes Untersteuern bei Rallye aufbauen gar nicht verkehrt, aber ja. Wenn es halt dann doch auf die Straße geht, ist es ein RIP. Aus dem leichten Untersteuern von der Straße ist ein viel zu krankes Übersteuern hier im Dirt. Ja. Ich kann das Auto jetzt erfahren. Der Jakob funktioniert hier irgendwie nicht, ich weiß auch nicht warum. Ich muss sogar sagen, auf Dirt. Könnte vielleicht etwas zu viel Leistung nicht. Auf Dirt gefällt mir ein leichtes Übersteuern sogar besser, da kann ich das Auto besser positionieren. Ich nehme jede Runde diese Scheiße. Ja, leichtes Untersteuern auf Dirt ist eigentlich auch besser. Hat er gerade einer Wallriding versucht? Ich hab's genau gesehen aus dem Augenwinkel. Ja, die wollte ich Kurve einfach doch voll. Nee, hat nicht funktioniert. Ja, die Kurve ist auch ekelhaft, weil die so abfällt nach unten. Ah, der Rammstein! Und weil innen der Bordstein ist. Voll nehmen? Das Apex auch, ja. Den darfst du halt Apex auch nicht mitnehmen. Aber ich nehme den gut. Immer mit und ich lerne auch nicht daraus. Ja. So. Aber guck mal an, wie knapp es am Ende ist. Nur weil Lukas hat sich bequemt, nicht am Rennen teilzunehmen. Also. Kein Fehler, Entschuldigung. Letzte. Kann ich mal anstrengen, Fort Felden kann man ja mal niederschmettern, kann man nicht. So, ja, damit Ausgleich. Dann müssen wir es nicht mal künstlich irgendwie strecken, sondern dann macht dir das letzte Event tatsächlich Sinn. Und Versuch hat's doch mal geklappt. Ja. Ja, ey, das, man muss halt auch mal ein paar mehr Aufnahmen machen, ja? So, deswegen. Naja, gut, also. Dann gucken wir doch mal, was für eine Disziplin uns beim, ja, Grande Finale der heutigen Folge erwartet. Wir dürfen gespannt sein. Ich habe kurz Hoffnung gehabt, dass es regnet, aber es sind einfach noch die Regentropfen von Rennen 2, die einfach nicht weggehen. Ja, ein Sprint zum Schluss. Der Sprint ins Glück für ein Team. Wie rot, ihr macht das schon. Power. Klar, wir haben ja auch ein Forscher-Team. Andi, du hast doch nur fast nur Power. Das ist richtig. Wanne, die Kurve geht voll. Ich habe diese Woche den Platz gemacht. So, hier kommt die fieseste Kurve ever gleich. Deswegen bremst du jetzt ganz hart. Kriegt genau die gescheitert. Die ist halt echt super fies. Du denkst halt, die kannst du viel schneller nehmen. War ja, genau. Und dann merkst du so, okay, die macht doch mehr zu als gedacht. Und dann halt der Checkpoint natürlich dann noch. Ich war Zug! Ich bin wieder da. Komm, schließ mal mit, hier ist der Brücke super mies. Da kannst du auch innen. Oh Gott, da geht die Flaschen. Oder aus. Die Pfosten, ne? Ja, die sind ein bisschen. Jinx ist doch nicht an. Jinx ist. Die habe ich in meinem allerersten Rennen mitgenommen. Ach, das ist auch gut. Du schon wieder. Ich bin zwar kein von der Brücke fliegen, oh Gott, ja. Ich hab's gejinxt. Ist runter. Alter. Was hätte ich auch noch gemacht, ey? Ich hab's gerade schon noch gesagt, lass wetten. Falk, das hast du jetzt nicht gesehen. Ich glaube, da kommen noch ein paar. Die macht auch mehr zu als gedacht. Egal, alternativ gut, sind schnell. Und hier ist noch eine Kugel. Ich hab einen Checkpoint gefasst. Was soll das denn? Sehr gut. Die ist, glaube ich, nicht so schwierig. Ja. Ich glaube, da hast du einen Rotschmaus. Ich geht nur geradeaus, wollte ich sagen. Aber oh mein Gott, ich hab's verkackt. Oh mein Gott. Okay. Oh mein Gott, was hast du gemacht? Ich könnte zurückspulen, aber ich find's gerade zu gut, wie ich da eingeflankt bin. Ja, die Brücke war es nicht, sagen wir's mal so. Nein, es war, ich hab dich sehr gut mitgekommen. Wie fies die Randsteine hier sind. Ach, halt lang, ich hab auch schwach aus dem Barrel Roll gemacht. Bin ich nämlich Randstein. Ich kämpfe mich hier gerade vor. Ja, dann kämpf mal besser. Ich hab keine Vorwehr, weil ich darauf extra 70 bekommen. Hab ich auch nicht. Zusammen. Ich hatte kein Geld dafür. Du hattest ganz Geld. Wer ist ein Porsche? Porsche hat halt auch Geld, ist doch klar. Ja. Also nächstes Mal lässt er einfach 30 PS weg und schaust die Vorsehe drauf. Ja, okay, perfekt. Einfach 200 PS im Vorsehe, oder? Ja. Da war ein mieser Hubbel. Ich bin nicht letzter, der kommt. Zaun. Nein, ich will dich nur überholen. Komm, nicht, geh weg, komm, lass gut sein. Top Speed.
Geh weg! Komm, 15 Sekunden, Schneller! Lukas, wir brauchen deine Punkte! Nein! Ja. Nee, die haben doch schon gesagt, Sieg. Steht schon Sieg da, ja. Hey, wie das? Scheiße. Aber schön auch, dass bei dem Team Rot nur Andi angezeigt wird. Yes! Ja. Ja, er hat ja das Rennen ganz allein gewonnen. Niemand hat sich so sehr über Platz 11 gefreut wie ich jemals. So. In diesem Jahr. So, ja, diesem wunderbar. Jahr. Diese Kostüme, ey. Vor allem das ganz rechts fand ich. Ich hasse sie. Sah sehr, 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 sehr komisch aus. Ich will kurz mal. Ah, fast ein California gezogen, den alten Ferrari. Aber dann doch nicht. Gut, egal. Das soll's gewesen sein mit der ersten Multiplayer-Ausgabe im neuen Jahr. Hoffen wir doch, dass ganz, 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 ganz viele tolle noch kommen und vor allem das auch sehr bald möglich. Entsprechend der Fix kommt, der die Kolonnen ja zu 100% fixt für uns. Und dann können wir auch noch hoffentlich sehr bald mit Cops vs. Racer durchstarten. Ich erinnere auf jeden Fall an diese Folge zurück, wenn es dann soweit ist. Ich hoffe, wie gesagt, es wird nicht so lange sein. Aber auf jeden Fall, wir haben ja noch viele andere fantastische Formate, wie eben Wheelspin heute. Oder aber auch zum Beispiel Lost In können wir machen, Minispiele können wir machen. Und vieles, vieles, vieles weitere. Da könnt ihr euch auf jeden Fall drauf freuen. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei allen, die jetzt dabei waren und ich bedanke mich natürlich auch bei allen Zuschauern. Checkt auf jeden Fall die anderen Sichten aus und dann sehen wir uns doch hoffentlich recht bald wieder bei einer weiteren Ausgabe. Vielleicht auch schon morgen. Lassen wir uns mal überraschen. Ciao. Tschüss. Ciao.